Hallo, guten Morgen. Ihr kennt mich noch, ne? Also, ich war ja zwischendurch auch live. Willkommen in einem neuen Vlog. Ich weiß nicht, das wievielte Mal ich einen Vlog starte und ich hoffe, dass ich ihn diesmal auch hochgeladen bekomme, weil ich weiß, dass ihr euch wünscht, dass ich mal wieder ein bisschen vlogge, euch mal wieder ein bisschen durch meinen Alltag mitnehme, euch ein bisschen was von meinem Alltag auch erzähle. Ich finde das ja nach wie vor sehr spannend, dass ihr das spannend findet, weil mein Alltag ist sowas von langweilig, finde ich. Aber ich glaube, das findet jeder und deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant, mal in den Alltag eines anderen zu gucken, weil der halt doch anders ist als der eigene. Ja, mal wieder vloggen. Der geneigte Zuschauer wird erkennen, huch, da hängt ja noch die Weihnachtsdeko, jupp. Das erste Vierteljahr ist an mir vorbeigerauscht und es gibt halt Dinge, die habe ich auf Priorität null gesetzt. Dazu gehört auch meine Lichterkette. Ich habe sie wenigstens schon mal ausgestellt. Also sie brannte, glaube ich, bis Ende Januar. Jetzt habe ich sie zumindest schon mal ausgemacht. Es sieht auch wild um mich rum aus. Ich weiß nicht, ob ihr das bei mir im Hintergrund seht. Das Display ist für mich Gott sei Dank ein bisschen klein, dass ich das nicht so sehe. Aber um mich rum sieht es ganz wild aus. Ich habe da noch Kisten stehen mit Materialien für die Workshop-to-go glückliche Momente, sowohl für den Scrapbooking als auch für den Album-Workshop. Ich habe noch Restpakete. Ich habe das jetzt umgestellt, wenn ihr auf meine Seite geht, mein Stempelset, also unter www.pinselschere.co/Stempelset, dann findet ihr da jetzt den direkten Link zu den Materialpaketen. Ich habe die Sonderpakete quasi aufgelöst. Ihr könnt das Stempelset signiert immer noch bei mir bestellen. Dafür nutzt auch bitte weiterhin den Registrierungslink oder gibt es normal als Bestellung bei mir direkt auf. Dann mache ich euch das auch gerne fertig. Der erste Ansturm ist weg. Da kann ich jetzt auch die Rechnung so schreiben. Das funktioniert ganz gut. Hat sich auch schon so ein bisschen eingebürgert. Am einfachsten ist es allerdings, wenn ihr den Registrierungslink nutzt, weil das mir das System dann ein bisschen Arbeit abnimmt. Meine Online-Shop-Funktion hat mich echt Nerven gekostet. Der Stresstest ging ja im Januar gleich los und das hatte sich dann nachher so ein bisschen eingepegelt. Ich habe meiner Domain zwei Upgrades verpassen müssen, dass das einigermaßen reibungslos läuft. Im Laufe des letzten Monats ist allerdings ein anderes Problem aufgetaucht. Und zwar also erstens hat PayPal nicht so richtig funktioniert. Ich weiß bis heute nicht so genau, woran das liegt. Ich habe mittlerweile ein anderes Plugin für die Einbindung von PayPal. Das funktioniert also wieder. Und dann sind eigentlich keine Bestellungen, also mein Kiosk ist so eingestellt, dass keine Bestellung möglich sein sollte, ohne dass ein Kundenkonto angelegt wird. Weil das Kundenkonto natürlich wichtig ist, gerade für die Online-Workshops, für die downloadbaren Dateien, überhaupt für alles, was downloadbare Dateien enthält, die Begleitdokumente, die Etiketten, egal was. Dazu ist halt dieses Kundenkonto erforderlich, weil erst über das Kundenkonto könnt ihr auf diese Download-Dateien zugreifen. Und eigentlich ist mein Kiosk so eingestellt, dass eine Bestellung ohne Kundenkonto gar nicht möglich sein sollte. Und dann sind aber trotzdem immer mal Bestellungen ohne Kundenkonto durchgegangen. Und zuletzt sind sogar Bestellungen durchgegangen, wo ich noch nicht mal wusste, wer bestellt hat, weil nur eine Nummer vergeben war, so dass ich dann wieder bei PayPal gucken musste, wer könnte das denn sein, die PayPal-Zahlungsnummern, die IDs miteinander vergleichen musste, das kostet alles wahnsinnig Zeit. Und ich habe immer da gesessen und habe gedacht so, mein Gott, was ist das Problem, wo hakt es? Also ich habe ja im Laufe des Januar und Februar so viele Probleme gelöst mit dieser Kiosk-Funktion, das war ja ein richtiger Stresstest, ich bin fast schon Profi. Ein Problem habe ich bis heute nicht gelöst, aber da kann man auch drüber hinweggehen. Aber ich habe so viele Probleme gelöst und dieses Problem, ich habe immer gedacht, was ist das? Warum ist das möglich? Bis ich drauf gekommen bin, dass dieser PayPal Express Button halt auch schon immer bei den Produkten eingeblendet war. Und wenn man den genutzt hat, ist man diesen ganzen Bestellprozess mit Kundenkonto und so einfach übersprungen. Und bis ich das rausgefunden habe, woran das liegt, Leute, manchmal fühlt man sich schon wie Sherlock Holmes, aber jetzt habe ich es gelöst. PayPal
sollte im Moment, fingers crossed, auch wieder reibungslos funktionieren. Es gehen jedenfalls mittlerweile wieder PayPal-Zahlungen durch. Das war eine ganze Weile nicht so der Fall. Viele von euch nutzen auch GiroPay und Apple Pay und sowas. Kreditkarte und Apple Pay und Google Pay. Und das finde ich total cool. Das war für mich auch nochmal eine Herausforderung, wie denn das Geld zu mir kommt. Musste ich auch noch was einstellen. Also wie gesagt, das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet im ersten Jahr, neben dem Ganzen, was sonst noch war. Aber ich mag solche Herausforderungen ja auch, ne? Weil dann werden die grauen Zellen angestrengt und die Synapsen verknüpft. Dadurch bleiben natürlich andere Sachen liegen und ich schiebe so eine kleine Welle vor mir her, an der ich aber mittlerweile ganz gut dran bin. Heute... Wir haben übrigens Donnerstag, kurz nach 9:30. Ich habe gestern meine Steuer fertig gemacht. Das heißt, wir haben heute den 11. April. Und irgendwas war am 11. April. Keine Ahnung. Nächste Woche habe ich Arzttermine. Diese Woche hatte ich schon... Und der Grund, warum ich heute vlogge, wenn ich ein bisschen wirr bin, dann liegt das daran, dass ich erstens nicht weiß, was ich euch dieses Jahr schon erzählt habe, was ihr aber gar nicht gehört habt, weil ich es nicht veröffentlicht habe. Oder aber, weil es so viel ist, was gerade wieder so in meinem Kopf herum spukt, weil ich noch von Onstage sehr inspiriert bin, weil ich von Gesprächen, die ich geführt habe in den letzten Tagen, sehr inspiriert bin. Und das muss mein Hirn erstmal irgendwie verarbeiten. Und warum vlogge ich wieder? Ich habe gestern mit meinem Mann gesprochen, weil wenn... Es ist nicht so, dass wir nicht sonst auch miteinander sprechen. Aber wir haben gestern eigentlich ein Gespräch geführt, was wir sonst vielleicht am Wochenende führen würden, weil wir unter der Woche normalerweise den Kopf nicht frei haben beziehungsweise zu wenig Zeit haben für solche Gespräche. Aber es kam dann irgendwie doch danach, mussten wir dann allerdings auch ein bisschen verkürzen, weil Bettgehzeit und so. Wir sehen uns ja nicht wirklich viel. Also unter der Woche sehen wir uns vielleicht 2-2,5 Stunden. Und zwar in der Zeit zwischen 7 und 9. 7, wenn ich nach Hause komme, und 9, wenn Sven ins Bett geht. Oder ich dann auch ins Bett gehe. Das ist die Zeit, in der wir uns sehen. In dieser Zeit essen wir dann auch Abendbrot. Sven hat meistens schon gegessen. Aber wie gesagt, wenn ich dann mal 6:30 nach Hause komme oder so, ne, dann sehen wir uns 2,5 Stunden. Aber mehr sehen wir uns effektiv nicht am Tag, weil wenn Sven morgens geht, schlafe ich noch. Der weckt mich, wenn er geht. Und da kommt man halt nicht dazu, so Gespräche zu führen. Und zwischendurch mal eine WhatsApp, bringst du Brot mit, du musst mir kein Abendbrot machen, solche Sachen, ne? Oder wir brauchen Spültabs oder sonst was. Das sind so die Unterhaltungen, die wir führen. Und gestern Abend sind wir so im Gespräch, wenn nichts im Fernsehen kommt, es läuft ja auch tatsächlich nichts im Fernsehen. Bisher haben wir immer Outlander geguckt, abends eine Folge, aber da sind wir jetzt durch alle Staffeln durch, alle frei verfügbaren Staffeln. Und da sind wir gestern so ein bisschen in ein Gespräch gekommen, weil wir haben am Tag zuvor, gestern war Mittwoch, am Dienstagabend Charité, diese Zukunftsfolge gesehen, um Gottes Willen. Ich hatte schon den Trailer gesehen und habe gesagt, so, da bin ich raus. Das gucke ich mir nicht an. Das sieht so dilettantisch aus. Und ich kann Leute verstehen, die sagen, wenn dafür unsere Rundfunkgebühren ausgegeben werden, nein, danke. Wir haben uns dann die erste Folge von dieser Zukunftscharité angeguckt und es ist einfach, es werden zu viele Fässer aufgemacht. Klar, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, das ist heutzutage, ich glaube, man muss das nicht mehr thematisieren. Aber was sie dann noch mit reingebracht haben, ist ein Virus, haben wir gerade hinter uns, ist auch okay, dass sowas mal angesprochen wird, aber es werden nebenbei so viele Fässer aufgemacht. Die Klimaerwärmung, und es spielt 25 Jahre weiter, ja, es ist ein Thema, sind wir uns alles bewusst, die rannten da nur in irgendwelchen Tarn-Wüstenklamotten durch die Gegend, man hatte den Eindruck, man lebt auch tatsächlich in Nordafrika, so vom Klima her, kann ich auch irgendwo noch verstehen. Dann wird eine Ehe zu dritt thematisiert, wo ich dann gedacht habe, so, what? Und es ist leider Gottes auch schlecht gespielt. Das können die Deutschen einfach nicht. Die Deutschen können sowas nicht. Jedenfalls lief da gestern der zweite Teil, da habe ich gesagt, ich nicht, ich bin da raus aus der Nummer. Und es lief halt nichts und dann sind wir so ein bisschen in Gespräch gekommen, wo wir dann auch sagten, wir leben in einer echt schwierigen Zeit. Und ich glaube, das könnt ihr auch sehr gut nachvollziehen. Es ist mehr als 2-mal Nachrichten am Tag, kannst du dir nicht antun. Weil bei den Kriegsgeschehnissen, die mittlerweile auf der Welt sind und auch ganz nah an uns dran sind, mit der Ukraine, mit Israel und Palästina und
mit dem, was dieses Jahr noch uns hier auch in Deutschland bevorsteht, mit den Wahlen, wo man nicht weiß, wo geht die Reise hin, beziehungsweise befürchtet, dass sie in eine Richtung geht, die man nicht haben will. Und all das ist im Moment echt so schwierig. Auch eine Regierung, die sich nicht einig wird. Natürlich ist es, wenn so drei Koalitionspartner, so komplett konträre Koalitionspartner zusammensitzen, da einen Konsens zu finden, das ist halt schwierig. Und wir leben halt auch in einer schwierigen Zeit. Und ganz ehrlich, Leute, wenn die sie Wahrheit sagen würden, was wir machen müssen, dann würden sie nicht mehr gewählt werden. Ich habe die Tage ein Interview gesehen, beziehungsweise ich schaue tagsüber sehr häufig ein Podcast ist das nicht, aber es ist eine Interviewserie von Gregor Gysi, den ich als Rhetoriker sehr schätze. Ich teile seine politischen Ansichten nicht immer, obwohl ich ihn in manchen Sachen tatsächlich auch verstehen kann, gerade den Gysi von heute. Aber ich mag ihn als Rhetoriker gerne, ich mag ihn als Typ gerne. In dieser Serie wiederholen sich Dinge, Anekdoten, die er erzählt, die kann man dann irgendwann auch mal mitsprechen. Aber er hat sehr interessante und sehr breit gefächerte Interviewpartner. Und jetzt hatte er ein Interview und ich habe den Namen vergessen. Ich kann es gleich mal gucken. Und das fand ich sehr interessant. Kommt sicherlich auch aus dem sehr linken Spektrum, obwohl sie, glaube ich, sie kommt eigentlich aus dem Ulrike, aus dem Grünen, aber da wahrscheinlich auch eher dem linken Flügel der Grünen. Und die sagt, das Einzige, was uns übrig bleibt, sie ist Journalistin, sie ist nicht Politikerin, ne? Deswegen sagt sie auch, weil sie Journalistin ist, kann sie sowas auch laut sagen. Als Politikerin könnte sie das nicht, weil sie damit ihrer Partei schaden würde. Und das ist die Krux da dran. Die sagt, wir müssen eigentlich zurück zu der englischen, britischen Kriegswirtschaft von 1939. Und wenn euch dieses Interview interessiert, also das ist kein schlimmes Interview und auch kein politisch, es ist einfach, sie erzählt über ihr Leben, über ihren Werdegang und halt auch ein bisschen über diese Ansichten. Und ich finde, mit dem muss man sich auch mal auseinandersetzen. Und sie hat in vielen Dingen tatsächlich recht. Und sie sagt aber auch, es wird sich nicht durchsetzen lassen, weil einfach die Menschen nicht dafür gemacht sind. Damals in dieser Kriegswirtschaft war 1939, die Briten waren einfach in der Zwickmühle. Die haben mit diesem Weltkrieg durch die Deutschen angezettelt, einfach so nicht gerechnet und sind da in einen, die Wirtschaft war danach nicht ausgerichtet. Und deswegen mussten sie reagieren, um durch die schwere Zeit zu kommen. Und das war eine schwere Zeit, aber sie haben nicht gehungert in dieser Zeit. Und wie gesagt, guckt euch das Interview gerne mal an. Ich verlinke euch das mal. Ich suche es gerade noch mal. Warte mal, ich bin jetzt gerade in der falschen Oberfläche. Ich suche das mal eben. Ich muss mal direkt auf YouTube und dann in meinen Verlauf gucken. Wir haben es gleich. Habe ich ja gestern erst gesehen. Aber diese Interviewreihe finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich habe da schon ganz viele Interviews geguckt. Ich habe auch das mit Ralf Stegner gesehen. Sehr interessant. Lars Eidinger, sehr interessant. Eberhard Diepken. Ich sehe das bloß gerade in meinem Verlauf. Eberhard Diepken fand ich auch sehr interessant. Man merkte am Anfang des Interviews, dass die beiden, Eberhard Diepken ist ja CDU-Politiker und Gregor Gysi ist ja Linker, und die kennen sich halt auch noch aus dieser Zeit der Wende. Und man merkte bei Herrn Diepken, dass er nicht ganz so mit Herrn Gysi kann, aber im Laufe des Gesprächs näherten die beiden sich an. Ulrike Herrmann ist das übrigens. Ulrike Herrmann, ich setze euch das mal hier oben und das I irgendwo hier oben und das I setze ich euch mal dieses Interview. Wo ich aber, wie gesagt, Eberhard Diepken, die Gespräche entwickeln sich und es ist wirklich sehr breit gefächert und er hat sehr interessante Gesprächspartner. Und mit Michael, ach, der ist gestorben, so ein Berliner Urgestein. Das war noch war das in zwei Teilen? Ein Schauspieler, der ist gestorben letztes oder vorletztes Jahr. Das war sehr lustig. Also es gibt diese Gespräche auch in sehr lustig, in philosophisch, je nachdem, welcher Gast da ist. Also das ist wirklich eine Videoreihe, die man sich gut angucken kann. Ilja Richter fand ich auch sehr interessant. Ich sehe das hier gerade mal. Ähm,
Namen, ne, ist ja bei mir ganz schwierig. Ich muss mir mal die Videos da angucken. Ich finde ihn gleich. Thilo Jung war auch sehr interessant. Bodo Ramelow habe ich auch gesehen. Da sind noch ein paar, die ich gucken kann. Gildo Horn, Atze Schröder. Also ihr seht, es ist wirklich breit gefächert. Ich weiß nicht, ob ich mir Oliver Pocher antue. Wolfgang Schäuble, auch mittlerweile verstorben, war auch sehr interessant. Hans-Christian Ströbele ist auch verstorben, war auch sehr interessant. Also wie gesagt, es ist wirklich hier Helge Schneider. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Auch Simone Solga war sehr witzig. Jetzt muss ich mal eben gucken. Das liegt schon ein bisschen. Guck mal hier, Christian Wulff habe ich gesehen. Es sind aber noch einige, die ich gucken muss. Oder möchte. Quiston? Michael Quiston? Nee. Wie heißt denn der? Giovanni Di Lorenzo. Franz Müntefering war auch sehr interessant. Hier. Quistek, nicht Quiston. Michael Quistek. Auch verstorben. Ein total cooler Kerl. Ich mag den total gerne. Also wie gesagt, schaut euch das gerne mal an. Der Kanal heißt Missverstehen Sie mich richtig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist so dieses, wir sind, ja so, wie gesagt, Sven und ich sind ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil wir das natürlich auch merken. Wie jeder von uns es merkt, merken wir es natürlich auch. Und privat, auch geschäftlich. Und man kommt dann natürlich schon auch so ein bisschen ins Grübeln, woran liegt es? Liegt es an uns? Also was so auch Geschäftliches angeht, liegt es an uns? Liegt es an unserem Content? Was können wir machen? Und ohne dabei verkrampft zu wirken, weil das war nie mein Ding, ne? Also vielleicht ist es auch einfach nur der Anlass oder das Gefühl, dass man wieder ein bisschen was verändern möchte. Das ist ja bei mir regelmäßig. Nichts ist stetiger als die Veränderung. Und ich habe euch ja im letzten Stemtainment auch erzählt, dass ich ein bisschen wieder von den Live-Videos wegkommen möchte, weil ich festgestellt habe, dass ich das nicht bin. Ich möchte, also was bei mir immer ganz großes Schlagwort ist, woran ich mein Leben ausrichte, ist Authentizität. Jemanden etwas vorzuspielen, was man nicht ist, das hält man nicht lange durch. Und viele, ich habe das bei Onstage halt auch erlebt, da sprach mich jemand an und stand mit mir, glaube ich, in der Kaffeeschlange und hat gesagt, du bist ja in echt genauso wie so auch. Ne? Du bist ja überhaupt nicht anders, du bist genauso. Ich sage, ja, warum sollte ich auch anders sein? Ich bin ich, ob ich jetzt vor der Kamera stehe oder live da bin. Ne? Und das ist für mich so eins der größten Komplimente, was man mir machen kann, dass man mir sagt, du bist in echt ja genauso wie vor der Kamera. Und da weiß ich, okay, ich habe es richtig gemacht. Und das ist halt, ich habe das ja bei Stemtainment auch so ein bisschen erzählt. Ich habe diese 10 Stunden am Auto gesessen, weil wir ja in den Stau gekommen sind, beziehungsweise auf der Autobahn aufgrund eines Unfalls 3 Stunden gestanden haben. Und ich hatte ja eh schon mein Strickzeug mit und dann habe ich da ja vor mich hingestrickt und beim Stricken, das ist für mich wirklich so, ich freue mich jeden Abend drauf, noch eine Stunde zu stricken, weil ich dann meine Gedanken schweifen lassen kann oder mich auf mein Muster konzentriere und selbst wenn ich nur stupide rechts wegstricke, das ist für mich so ein bisschen runterkommen, abschalten, Abstand gewinnen, mich bettfertig machen. Und da war es halt auch so, ich habe vor mich hingestrickt. Für Sven ist das ganz angenehm, wenn ich stricke, weil ich dann nicht das Frühwarnsystem bin. Ich bin ein ganz furchtbarer Beifahrer und ich habe immer Schiss, wenn es mal irgendwie über 100 geht, weil ich das gar nicht mehr gewöhnt bin. Da fängt bei mir schon an, der Puls auf 180 zu gehen und da drücke ich schon das Bodenblech durch. Und deswegen, wenn ich beim Stricken bin, gucke ich ja gar nicht nach vorne oder kriege das zum Teil auch gar nicht mit. Und da war halt so, da bin ich auch mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen nach dem Stress dieses Jahr und habe dann so wirklich mal überlegt,
was ist mir wichtig und was läuft gut, was läuft nicht so gut. Es ist gar nicht so, dass ich mich bewusst entschieden habe, darüber nachzudenken, sondern es ist einfach so gekommen. Und es schwelte schon länger in mir, dass ich von diesen Live-Videos wieder ein bisschen weg möchte, weil sie mich schon ein bisschen unter Druck setzen, weil Live-Videos kann ich nicht so vorbereiten, dass ich sage, ich drehe heute mal, weil es mir danach ist und veröffentliche das Video aber erst in 3 Tagen. Ich arbeite unter Druck am liebsten und am besten. Meistens ist es doch kurz vor knapp, aber trotzdem. Und dieses, weswegen viele von euch ja auch auf mich aufmerksam geworden sind meine Videos nun mal. Wir treffen uns hier ja auch auf YouTube. Und die sind halt auch meinen Videocontent gewöhnt von früher mit den aufgezeichneten Videos. Nicht jeder hat Zeit, sich ein Replay anzugucken. Meistens gehen die Replays auch unter und werden gar nicht angezeigt auf YouTube. Ich habe es auch an der Kanalentwicklung bei mir gesehen, dass die Live-Videos meinem Kanal nicht so gut getan haben. Und einfach so ein, vielleicht auch nur ein halbstündiges, ich kann mich ja nicht kurz fassen, merkt ihr beim Vlog, ne? Ein halbstündiges Video oder manche Bastelprojekte brauchen auch ein bisschen länger, manche sind wie die Geburtstagspost auch kurz und knackig oder so, und dass ich mich da wieder ein bisschen mehr drauf konzentriere. Ich kann dann mal reinzoomen, wenn ich koloriere oder wenn ich euch was zeigen möchte, ohne, das kann ich alles im Schnitt machen, ich kann euch die Bauchbinden einblenden, ich kann euch Grafiken mit einblenden, und das ist im Live-Betrieb immer ein bisschen schwierig. So, wenn du ein Live-Video derart vorbereiten möchtest, dass du alle Bauchbinden parat hast. Erstens kommst du dann mit dem Klickern dieser Bauchbinden gar nicht mehr nach, weil dann verschwinden die Kommentare, und das ist einfach zu viel Stress, und Sven kann das auch nicht einblenden. Er könnte schon, aber er ist nicht so im Thema drin, dass er sagt, ah, jetzt muss ich diese Bauchbinde einblenden, weil jetzt sind wir bei dem Produkt. Sven hat wahnsinnig viel gelernt in den letzten Monaten, was so die Betreuung und die Begleitung der Live-Videos angeht. Da hat er wahnsinnig viel gelernt, da bin ich wahnsinnig stolz auf ihn. Aber das funktioniert alles so nicht im Live-Betrieb. Und man quatscht dann doch noch mal ein bisschen rum, und dann hat man was nicht vorbereitet, dann entstehen Längen. Das hat Charme im Live, aber das kann ich in einem aufgezeichneten Video, kann ich halt das Embossen, zack, Schnitt, ne? Das kann ich einfach ein bisschen verkürzter und kompakter darstellen. Und da möchte ich halt wieder zurück. Und dann habe ich auch da schon im Auto mit ihm überlegt und habe gedacht, so, ist es eine gute Idee, von den Lives wegzugehen? Und letztendlich hat er mich bestärkt und hat gesagt, du hast immer nach deinem Bauchgefühl gehandelt. Und ich habe das ja selber auch zu mir gesagt. Ich habe immer nach meinem Bauchgefühl gehandelt. Und das hat mich nicht getrügt, das zu machen, was ich intuitiv für richtig, für mich richtig empfunden habe, das zu machen. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, Stemptainment bleibt. Zunächst erstmal, was daraus wird, weil es bei Stampin' Up! Veränderungen geben wird. Nichts Dramatisches, im Gegenteil, ich finde sie sogar gut. Aber das ist alles noch nicht ausgekommen. Wir wissen noch nicht genau, wann es kommt. Wahrscheinlich erst Ende des Jahres, beziehungsweise im 1., 2. Quartal nächsten Jahres. Deswegen sprechen wir nicht über ungelegte Eier. Es werden positive Veränderungen für Kunden sein. Aber es wird sich dann vielleicht ein bisschen was verändern. Aber wie gesagt, nichts ist stetiger als die Veränderung. Und genauso war gestern das Gespräch auch. Und nochmal mit diesem Charité, ne? Man erträgt es ja tatsächlich kaum noch, mehr als 2-mal am Tag Nachrichten zu gucken, weil es zieht einen so runter, es macht einen so mürbe, man ist es so leid. Und dann kommt die Charité und ist mit Problemen überladen, mit Themen und Problemen überladen. Da werden Themen aufgewühlt, die modern sind im Moment, und ja, wir wissen alle, es kann klimatisch nicht so weitergehen, wie es ist, und wir leben in einer Zeit, wo Naturkatastrophen zunehmen werden, weil eigentlich haben wir den Punkt schon längst überschritten und wir sind an einem Point of No Return. Aber wir brauchen auch etwas, was uns Hoffnung gibt, was uns ablenkt, was uns unterhält. Und da sind wir so ein bisschen, wo wir sagen, wo können wir positive Gefühle verstärken? Ne, wo können wir wieder ansetzen, um auch unserem Kunden, unseren Kunden, unseren potenziellen Kunden, unseren Neukunden, unseren neuen Teammitgliedern oder auch unseren bestehenden Teammitgliedern, die darf man ja nicht vergessen, man sollte sich ja nicht immer nur auf die Neuen ausrichten, aber wo kann man da so ein bisschen mehr positive Vibes vermitteln, und sei es nur mit kleinen Sachen. Und da sind wir gestern so ein bisschen ins Brainstorming gekommen,
Und das ein oder andere habe ich mir mit auf den Zettel genommen und werde da mal sowas ausprobieren, mal ein bisschen was ausklübeln. Vielleicht auch jetzt schon die Kataloge sind gekommen. Sven ist am, ich muss mal ganz kurz schneuzen, Moment. Ich war ja tatsächlich kurzzeitig Passagier auf dem Viren-Mutterschiff. Ich bin ja nicht ganz drumherum gekommen, so ein bisschen. Gestern hatte ich gar keine Stimme. Heute geht's schon wieder. Oder heute geht's viel, viel besser. Aber wie gesagt, wo können wir die Leute ein bisschen mehr mitnehmen? Die Kataloge sind gekommen. Sven ist am Sonntag unterwegs, weil der für unsere Schwägerin Fotos macht. Meine Schwägerin ist ja Physiotherapeutin und macht nebenberuflich, baut sie sich so ein kleines Business auf mit Yoga, Yoga-Schulung, Yoga-Lehrerin und sowas. Und dann hat sie das, was ich halt so hier auf YouTube mache, das macht sie mehr mit PDFs. Und da hat sie schon eine große PDF. Oh, ich muss nochmal schneuzen, Moment. Sven sagte mal, ihr Buch, so eine Anleitung für Yoga-Haltung oder sowas rausgebracht. Und ich stecke da nicht so richtig im Thema drin. Aber dafür macht Sven die Fotos. Und da haben sie am Sonntag, hat sie wieder einen Raum zur Verfügung, dass sie wieder Fotoshooting machen. Und deswegen ist Sven am Sonntag unterwegs. Das heißt, ich werde am Sonntag hier Kataloge packen. Und dafür würde ich gerne noch das ein oder andere vorbereiten, was wir gestern mal so ausgesponnen haben. Es wird sich jetzt nicht mehr zeitlich alles gleich umsetzen lassen für den Katalogversand, aber gerade auch für Neukunden, dass wir sie mit auf die Reise nehmen, die das erste Mal bei uns bestellen, wenn die ihren Katalog bekommen, dass sie dann halt nochmal so ein bisschen was mit an die Hand bekommen. Das ist dann quasi meine Aufgabe. Ist ja nicht so, dass ich nicht sonst irgendwas zu tun hätte, aber wenn das dann nachher erstmal steht und ausgedacht ist und ausgeklügelt ist, ich brauche sowas ja, ne? Dann kriegen wir das hin. Dann so in Sachen Team bin ich echt, habe ich zwei tolle Wochen hinter mir. Ich habe ein recht großes Team und ich bin ja auch keine geborene Führungskraft. War ich nie. Ich bin eigentlich auch in dem einen Interview, ich glaube wie heißt er denn jetzt hier mit? Jetzt muss ich wieder scrollen. Mit dem stillen Gast. Oh Mensch, Namen, ne? Hier mit. Lars Eidinger. Ich habe ihn jetzt gar nicht gefunden, er ist mir tatsächlich eingefallen. Mit Lars Eidinger kamen die beiden, Gregor Gysi und Lars Eidinger, auf einen Punkt, wo, ich glaube, es war das Interview. Jedenfalls sagte der Gast, oder war es, nee, Stegner war es nicht. Jedenfalls sagte der Gast so von wegen, ich bin kein Teamplayer, es sei denn, es wird gemacht, was ich sage. Da sagte Gregor Gysi, ja, ähnlich geht mir das auch. Dann habe ich gedacht, ich glaube, das ist bei mir auch. Also ich bin schon eher der Einzelkämpfer und deswegen bei so einem Team muss man natürlich auch ein bisschen umdenken. Und das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich gewachsen bin, Dinge, die ich gelernt habe, Dinge, die ich falsch gemacht habe, weil ich unerfahren war, Dinge, die ich auch falsch gemacht habe, weil ich es einfach nicht leisten konnte. Man muss sich auch immer reflektieren, was kannst du leisten, was ist in deinem Aufgabenbereich. Ne? Es ist natürlich so, ich unterstütze meine Teammädels gerne in ihrem Fortkommen, bin gerne mit Rat und Tat bei ihnen, aber letztendlich müssen sie es machen. Ne? Ich kann es nicht für sie machen, weil den Weg bin ich schon gegangen. Aber ich fand es halt so, wir haben ja im letzten Jahr, so im Oktober, sind einige neue Teammitglieder mit dazugekommen, so seit Oktober, wo ich merke, es entsteht auch so ein Flow in dem Team, den ich echt gut finde, der mich auch auf Ideen bringt, wo einfach auch mal so Fragen kommen, die gar nicht darauf abzielen, aber wo ich dann wieder Ideen habe. Und das finde ich toll in dem Team, wenn man sich gegenseitig, ne, Team ist keine Einbahnstraße, sondern man befruchtet sich da gegenseitig. Ich habe das erste Mal ein Onboarding gemacht. Früher habe ich immer gedacht, da schaltet sich eh keiner mit dazu. Aber es haben sich tatsächlich neue Teammitglieder mit dazu geschaltet, quasi so nach einer Einstiegsaktion, gerade wenn mal mehr damit dazugekommen sind, dass man dann Zoom-Meeting macht, um sich kennenzulernen. Es ist immer leichter, wenn man
ein Face-to-Face schon mal hatte, dann kennt man die Leute, weiß, ah, wer steckt dahinter vom Gesicht. Und dann können die ersten Fragen stellen, wir können uns kennenlernen, wir können ein bisschen miteinander quatschen. Das fand ich schon mal sehr, sehr interessant. Einfach nur, um sich kennenzulernen. Da geht es gar nicht darum, du musst jetzt das und das und das machen, sondern einfach, um sich kennenzulernen, so ein Onboarding. Und wenn halt Fragen sind, wie mache ich das oder womit fange ich an, dann kann ich da auch immer noch mal Tipps geben. Und dann haben wir jetzt quasi, alle guten Dinge sind drei. Wir starten dieses Programm jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal. Wo ich dann saß so, ich nehme mir die wirklich an die Hand, die Interesse haben, etwas aufzubauen. Die meisten Demonstratoren, die einsteigen, sind Eigenbedarfsdemonstratoren. Und das klingt gar nicht abwertend. Die nehmen einfach die Rabatte mit, die sich bieten. Und das ist auch richtig so, dass sie die mitnehmen. Aber die wollen sich halt geschäftlich nichts aufbauen. Aber man hat doch immer noch mal ein, zwei Hände voll im Team, die da ein bisschen das mal angreifen wollen. Und wie gesagt, wir leben in schweren Zeiten und es ist wirklich schwierig. Und auch da ist es wichtig, positive Gefühle zu vermitteln, ein bisschen Stress, ein bisschen Druck rauszunehmen, zu sagen, wir haben im Moment eine schwierige Zeit. Es ist nicht ganz so einfach und man braucht halt, war früher so, das ist jetzt so, man braucht Geduld und Spucke, man braucht einfach Durchhaltevermögen und man muss es wollen und man muss am Ball bleiben. Und da haben wir die Woche auch zusammengesessen und ich habe erst so gedacht, so, naja, aber auch etwas, was ich immer wieder vermittle, wir sind Herr unserer Gedanken und wir können durch unsere Einstellung ganz viel bewirken. Ich bin also nicht in dieses Gespräch gegangen, ach, wird sowieso nichts, sondern je, wir starten das jetzt mal und ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es was bringt. Und ich bin so beflügelt aus diesem Gespräch rausgegangen. Könnt ihr Sven fragen, ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, boah, war das ein tolles Gespräch, ne? Das war so... Da kam eine Idee, da kam eine Idee, alle waren auch so positiv, ne? Nicht, dass wir jetzt uns irgendwie heile Welt vorspielen oder so, sondern auch in dem Negativen immer noch positiv bleiben und das ist ganz wichtig. Und das ist halt so das Motto und ich quatsch euch schon wieder stundenlang voll, aber das ist so das, wo ich so ein bisschen dran arbeite. Ich habe nicht das Gefühl, Sven sagte gestern, meinst du, dass es so rüberkommt, dass wir abgestumpft sind oder dass wir nicht mehr so locker sind, weil wir halt auch im Moment sehr eingebunden sind? Sven hat ja auch seinen Hauptjob noch, dass wir einfach auch ein bisschen kaputt sind. Und was ich so nicht sehe, ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch, wenn euch was Negatives auffällt, mir das gerne mal nett verpackt, ne? Also nicht so, also es soll schon konstruktiv sein, ne? Also dafür bin ich immer offen, zu sagen, oh ja, das war früher, das hat mir früher bei dir besser gefallen oder da hast du dich schon verändert, weil es ist schwierig, sich selbst zu reflektieren, weil man selber, dass das Eigenbild und das Fremdbild, also wie ich auf mich sehe und wie ihr auf mich seht, ist ja schon unterschiedlich. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns im Wesen sehr verändert haben, weil wir immer noch lustig sind. Ich finde, da muss ich euch vielleicht ein bisschen mehr erzählen, aber was ich sehr schön fand, war, als Sven seine Swaps gebastelt hat, der war so unter Druck, ihr seht das ja immer nur vor der Kamera, und als Sven, wir waren so knapp in der Zeit auch, weil er das Wochenende vorher seine Swaps gebastelt haben und ja, sie waren auch aufwendig und er ist ja nicht so in den Handgriffen und dadurch hat das mehr Zeit gekostet und es blieb halt nur noch dieser eine Tag, um das Video auch zu drehen. Und er war so unter Druck und er fing an, das Video zu drehen und er hatte das Gefühl, er hatte einen Blackout. Er hatte wirklich einen Blackout, er wusste nicht mehr, was er da überhaupt macht, was er als nächstes machen soll und er hatte den totalen Blackout. Und das tat mir so leid, weil ich merkte, er möchte das gerne machen, aber er kriegt es nicht hin und es ist die letzte Chance und ich weiß nicht, ob ihr wirklich wisst, was da dann für ein Druck in einem aufgebaut werden kann. Da habe ich gesagt, so, zieh dich an, lass das stehen, wir gehen in den Park. Egal wie, wir gehen jetzt erstmal in den Park. Und dann sind wir in den Park gegangen, weil ich dachte, ich muss ihn da irgendwie aus dieser Situation rausbringen, dass er wieder lockerer wird. Und dann haben wir uns im Park auch auf eine Bank gesetzt und da habe ich gesagt, pass auf. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder du drehst das Video nicht, was vollkommen fein ist, was überhaupt kein Thema ist, wenn du das nicht drehst, auch wenn du den Fehler gemacht hast, es schon angekündigt zu haben. Aber es ist kein Thema. Wenn du dir das nicht zutraust, alles gut. Hier soll nichts zwangsmäßig sein. Die nächste Variante ist, wir drehen das zusammen.
lass mich dir helfen. Lass uns einfach das so in einem schönen Plausch und dann drehen wir das zusammen. Ich verspreche dir auch, dass ich nicht herrisch bin und dir nicht dazwischen funke. Aber ich hatte auch das Gefühl, wenn ich neben ihm stehe, gewinnt er ein bisschen mehr Sicherheit. Und dieses Video, und wir haben ja danach auch noch mein Video gedreht, meine Swaps abgedreht, wo ich kurzerhand gesagt habe, weißt du was, bastel das doch einfach auch mit mir. Weil ich das so schön fand, wie wir zwei miteinander agiert haben. Klar, die Videos sind ein bisschen länger, die Projekte sind nicht wahnsinnig anspruchsvoll, aber das ist so ein bisschen Unterhaltungscharakter. Und ich für mich, ihr könnt gerne sagen, wenn ihr das komplett anders seht, aber ich für mich hatte das Gefühl, es ist ein schönes Video. Wir sprechen miteinander. Er kann eine Frage stellen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Zettel habe. Und auch bei meinem Video. Und deswegen habe ich das beim Stemtainment auch gemacht. Ich habe ihn vorher gefragt, möchtest du, traust du dir das zu, mit mir zu basteln? Und auch das fand ich von der Interaktion. Wir waren, ich hatte selber auch in dem Moment überhaupt keinen Stress. Ich habe auch das Gefühl, dass das ruhig ablief. Wir haben, brauchen natürlich ein bisschen mehr Zeit, um so ein recht einfaches Projekt zu basteln, aber da sieht man auch mal, wo vielleicht ein Anfänger auch Probleme hat oder vielleicht gucken auch Anfänger zu und sagen, oh, wenn Sven das kann, dann schaffe ich das auch und so fange ich an damit. Und weil wir auch diese Leidenschaft teilen wollen, Sven hat keine Bastelleidenschaft, da machen wir uns nichts vor. Also Sven würde sich nie privat hinstellen und sagen, ich fange jetzt mal an zu basteln. Aber er möchte natürlich für Teamtreffen und Onstage möchte er zeigen, dass er auch Interesse hat an dem, was ich hier mache. Und an dem, was ihr macht. Und ich fand gerade diese drei Videos bzw. Videoteile, Videosequenzen, sehr angenehm. Und ich weiß auch, dass, oder ich verlasse mich eigentlich auch auf mein Team. Ich habe so zwei, drei im Team, die, wo ich weiß, die würden mir das spiegeln, wenn irgendwas nicht so ankommt und nicht gut läuft, wenn wir, also ich weiß, dass das eins meiner Teammitglieder, wenn ich mal, da habe ich sogar auch zu Hause noch Videos gedreht, wenn ich wirklich mal so Stress hatte und eigentlich kaputt war, da hat sie gesagt, du klingst ganz schön müde in deinem Video oder so unter Stress. Das finde ich sehr wertvoll, wenn sowas dann auch mal gespiegelt wird. Also wenn ich mal so Stress habe, ihr müsst mir da nicht unter jedes Video schreiben, du bist aber heute wieder gestresst oder sonst irgendwas, sondern wenn das einfach mal so rüberkommt, wird das gespiegelt. Sie spiegeln mir, dass sie Spaß haben an Stemtainment, am Bingo spielen, weil ich halt auch sage, wir haben halt nicht diese, wir merken nicht, wie ihr auf der anderen Seite sitzt und mitfiebert und Spaß am Bingo habt. Wir stehen hier, es ist ruhig, ich lege die Zahlen und da passiert für uns in dem Moment nichts. Wir haben keine direkte Zuschauerreaktion. Aber mein Team spiegelt mir wieder, und das höre ich halt nicht nur von einer, sondern von mehreren, dass das total Spaß macht, dass dann auch manchmal die Kinder mit dabei sitzen und die erste Bingo-Runde noch mitgucken dürfen, dass das wirklich Spaß macht und dass auch wenn sich die Veränderungen dann nachher ergeben, dass es gar nicht so drauf ankommt, Riesenpreise zu gewinnen, sondern einfach dieser Spaß dabei. Und da ist wirklich so, dass ich das sehr wertvoll finde und halt auch Sven gesagt habe, ich sage, wenn, dann würden mir diese Teammitglieder das bestimmt widerspiegeln. Ich habe so ein paar Vertrauenspersonen in meinem Team oder wo ich weiß, die würden mir das spiegeln. Die sind ehrlich zu mir und sagen, das und das ist nicht so in Ordnung oder wenn sie es selbst nur durch die Blume sagen und sagen, das und das gefällt uns bei anderen nicht, ne? Und wo man dann gucken kann, machen wir das eigentlich auch so oder machen wir das nicht so? Und das finde ich halt so wertvoll. Und da ist es halt, da war Sven total verunsichert. Und ich glaube, ich habe es halt ihm auch wieder gespiegelt, dass es halt nicht so ist, dass es im Moment einfach an Dingen liegt, die alle betreffen. Das Leben ist halt schwierig geworden. Es ist halt kein Ponyhof und wir sind mit Dingen konfrontiert, die wir in den letzten 20 Jahren weltweit eigentlich nicht hatten. Wir stehen in Amerika wieder vom Wahlkampf und die Amerikaner laufen Gefahr oder wir laufen Gefahr, dass die Amerikaner wieder diesen blonden Menschen wählen, wo man dann sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Die Demokraten sind in Amerika auch nicht Gutmenschen schlechthin. Die verpacken es nur noch ein bisschen anders. Da, selbst bei einem Biden ist America first. Machen wir uns nichts vor. Die stehen da auch nicht und sagen, yay, wir unterstützen Europa. Jedes Land sieht erstmal sein eigenes Interesse. Aber das, was da kommt und vor allen Dingen,
Das hemmt einen so, weil es globale Auswirkungen hat. Und globale Auswirkungen hat auch der Ukraine-Krieg, globale Auswirkungen hat auch die Situation im Gazastreifen, die ich von der humanitären Seite ganz furchtbar finde und traurig finde, wo ich dann immer sage, so von wegen, ihr Palästinenser, sagt euch doch endlich von dieser Hamas los. Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Problem. Aber ich will hier auch nicht so politisch werden, weil das sehen wir alle in den Nachrichten. Ich hoffe, ihr merkt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Machen wir eine Kaffeefolge da draus. Ich habe zwar jetzt keinen Kaffee hier, aber dass wir das mal so als Start in den Vlog nehmen, dass ich euch gar nicht großartig durch die Woche mitnehme, sondern einfach mal so eine Quasselstunde. Und wie gesagt, eure Meinung ist uns wirklich wichtig. Wie können wir euch mit auf die Reise nehmen? Was könnt ihr euch vorstellen, was wir auf diesem Kanal vielleicht ein bisschen mehr vertiefen können oder so? Da sind uns wirklich eure Ideen wichtig, euer Feedback wichtig. Ich will hier nicht Fishing for Compliments machen oder so, ne? Ich möchte wirklich ein Feedback haben. Fühlt ihr euch noch wohl auf unserem Kanal? Fühlt ihr euch bei uns als Kunden auch wohl? Ich weiß, dass viele Demonstratoren unseren Kanal schauen, aber auch viele unserer Kunden, fühlt ihr euch wohl? Und wenn ihr bisher stumme Zuschauer wart, schreibt uns gerne ein paar Kommentare. Ich kriege auch immer wieder E-Mails, wo dann sagt, ich kenne dich von den Videos und ich möchte einfach mal Danke sagen. Ich komme manchmal in der Masse der E-Mail-Flut nicht dazu, dann wieder zurück zu spiegeln. Also es kommt bei mir an und da dürft ihr gerne mal dieses Video nutzen, um mal so Wünsche, Anregungen unterzubringen. Gibt es Formate, die ihr gerne mehr sehen wollt? Ich weiß, Scrapbooking wollt ihr mehr sehen. Ich habe auch so ein paar Ideen für Formate in Zukunft auch noch auf dem Zettel. Aber wie gesagt, jetzt im Moment will ich erstmal den Katalog auch auf den Weg bringen und da wieder so ein bisschen in den Flow kommen. Es sieht, wie gesagt, ganz wild hier noch bei mir aus. Ich habe noch die Materialpakete für den Workshop to go. Die restlichen, die habe ich jetzt als Materialpakete in den Kiosk eingestellt. Das, was ich an Designerpapier noch übrig habe aus diesen Materialpaketen, dieses Federn voller Fantasie und Rosenzart, da habe ich auch noch Restbestände. Die habe ich auch schon mal in den Shop eingestellt. Ich bin neulich gefragt worden, ob es einen Flohmarkt gibt, beziehungsweise ob ich den Flohmarkt auf meiner Plattform wieder auffülle. Da hat Sven ein bisschen was dazu gesagt. Das ist halt dieses ganz große Problem. Wir haben ja zwischen Weihnachten und Neujahr hier mit meinem Neffen und seiner Verlobten gesessen und die haben mir ganz toll geholfen, dass wir einfach mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ne? Ich mochte ja schon gar nicht mehr in den Keller gehen. Ich mag jetzt eigentlich auch nicht in den Keller gehen, weil der immer noch chaotisch ist. Aber er ist in seinem Chaos schon sehr sortiert. Und wir haben einfach mal aufgenommen, was befindet sich in den Kisten an Stempelsets. Wir haben eine große Liste. Wir wissen, ich weiß jetzt, in welcher Kiste, die sind durchnummeriert, in welcher Kiste welches Stempelset ist für den Flohmarkt. Ich weiß, in welcher Kiste welches Standsformset ist. Ich muss die noch zusammenführen, damit ich das irgendwann mal bündeln kann in Kisten. Da komme ich im Moment noch nicht mit dazu. Ich habe auch gesagt, wir werden es auf alle Fälle nicht in der ersten Hälfte des Jahres schaffen. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht in der zweiten Hälfte diesen Jahres schaffen, weil die Herausforderungen und die Dinge, die anzukurbeln sind, zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich habe da schon mal so ein bisschen Ordnung drin. Und das ist ja irre. Dann hast du hier nochmal ein angefangenes Designerpapier und Schnickel. Es ist Wahnsinn, was sich da an Material befindet. Ich schaffe ja nicht, das noch für einen Face-to-Face-Flohmarkt aufzubereiten, geschweige denn in den Kiosk bei mir in den Flohmarkt einzustellen. Vielleicht, wenn ich mal Puffer habe, dann mache ich aber kein Release, wie ich es so immer gemacht habe, stelle ich dann Sachen ein, wenn die mir in die Hände kommen und ich sage, ah, das ist soweit fertig, das kann ich fotografieren, das kann ich einstellen und dann ist es weg. Das werde ich vielleicht so peu à peu machen, immer mal so ein, zwei Produkte, je nachdem, wann sie mir in die Finger kommen, da könnt ihr gerne mal gucken. Ich habe in dem Kiosk jetzt auch quasi neu im Shop, gleich als erstes auf der Startseite vom Kiosk neu, da seht ihr, was ist neu, da könnt ihr auch klicken, mehr aus dieser Rubrik, dann seht ihr alles, was so zuletzt neu eingestellt wurde und dann seht ihr so eine kleine Historie
und seht dann auch, ah ja, bis da war ich schon und da ist nichts Neues dazugekommen. Also wie gesagt, da könnt ihr gerne immer mal wieder reingucken. Das Stempelset signiert, wenn ihr es signiert haben wollt, könnt ihr das normal bei mir bestellen oder aber über den Registrierungslink, da nehmt ihr mir ein bisschen Arbeit ab, auf der Seite Stempelset. Auf der Seite Stempelset werde ich dann auch immer die Videos einstellen, die ich mit meinem Stempelset oder Projekte, die ich mit meinem Stempelset gemacht habe, da wird es ja Videos zu geben. Und immer, wenn ich dazu ein neues Video mache, stelle ich euch das mit ein. Das ist dann quasi wie so ein kleiner Wiki, wie so eine Wiki-Seite, wo ihr seht, ah, ich suche Inspiration zu ihrem Stempelset von ihr selber oder so. Und da habe ich dann Inspiration. Der Kommentar ist auch gekommen, kannst du mehr Karten mit deinem Set basteln? Mein Stempelset ist eher nicht so ein Kartenset zum Kartenbasteln, sondern es ist wirklich primär gedacht, um damit Scrapbooking-Layouts zu gestalten. Weil Kartenstempelsets haben wir en masse. Der ganze Katalog ist damit voll. Aber ich wollte halt etwas für Scrapbooking. Scrapbooking ist ja auch so, habe ich euch auch schon erzählt. Es wird Stampin' Up, hat vor oder hat endlich mal Europa gehört, dass mehr Bedarf für Scrapbooking ist. Sie werden wieder vermehrt Scrapbooking anbieten, wahrscheinlich schon in diesem Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, dass wir wieder mehr auf 12x12 Scrappen gehen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass sie Close to My Heart, das ist ein Direktvertriebsunternehmen in Amerika und Südpazifik, die geben ihr Geschäft auf und sie werden, also die Makers, also die Demonstratoren aus diesem Direktvertriebsunternehmen, bekommen die Möglichkeit, bei uns mit einzusteigen und ein Teil des Sortiments und der Produktlinien sollen mit übernommen werden. Und da lege ich ganz viel Hoffnung drauf, dass wir tatsächlich ein bisschen mehr in Richtung Scrapbooking gehen werden, dass wieder ein bisschen im Sortiment auftaucht, gerade 12x12, dass wir vielleicht auch Seitenschutzhüllen und Alben im Sortiment haben, dass wir Journaling-Sachen haben, dass wir vielleicht Buchstaben, also Alphas, nicht nur als Stempel- und Stanzform, sondern vielleicht auch als Aufkleber, als Sticker oder sowas bekommen. Da lege ich ganz viel Hoffnung rein, dass wir da das Sortiment erweitern und vielleicht uns auch wieder interessanter machen für andere Bastler, ne, die halt auch im Scrapbooking mehr unterwegs sind. Und da bin ich froh, dass das endlich gehört wurde. Und da muss ich halt auch erstmal gucken, was so auf uns zukommt. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt hier noch die Materialkisten stehen. Die muss ich mal ein bisschen auflösen. Ich habe die Kataloge hier stehen. Gestern stand Prunata vor der Tür, wo ich sage, sie lesen doch aber per Funk ab. Ja, wir ändern den Zyklus und ich wusste gar nicht, dass ihr Laden auch mit dazu gehört. Wo ich dann sagte, jetzt ist echt ungünstig, weil ich habe die ganzen Regale und die Kisten alles vor den Heizkörpern stehen. Machen Sie bitte einen Termin mit mir, ne? So spontan ist hier nicht bei mir. War auch überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, es ist im Moment ein bisschen chaotisch. Ich würde gerne so das ein oder andere hier auch wie immer reduzieren, damit ich einfach ein bisschen mehr Luft hier reinkriege. Zum Thema Flohmarkt noch, wenn wir einen Face-to-Face-Flohmarkt machen, werden wir den nicht hier machen, weil wir das hier nicht mehr logistisch hinkriegen. Erstens habe ich keinen Verkaufstresen mehr, wie ich beim letzten Flohmarkt hatte, weil da mein gesamtes Video-Equipment fest installiert ist und es ist hier viel zu klein und bei dem Ansturm, der beim letzten Flohmarkt hier war, so viele Leute, da steigen mir unsere Nachbarn aufs Dach, weil die einfach nicht mehr in ihre Wohnungen kommen, weil sie hier nicht mehr durch den Durchgang durchkommen. Und da haben wir schon eine Idee, wo wir das veranstalten können, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr. Das soweit dazu. Oh, es gibt so viel zu erzählen. Es gibt so, so viel zu erzählen. Und ich quatsche ja auch gerne mit euch. Und ich freue mich auch, wenn wir da irgendwie mal so ein bisschen in die Gegend kommen. Seit über einem Jahr habe ich vor, einen monatlichen gesprochenen Newsletter zu machen, Video-Newsletter, damit ich einfach ihn nicht schreiben muss. Weswegen es im Moment keine Newsletter gibt. Mein Newsletter-Programm will jetzt irgendwas mit einer Verifizierung der E-Mail-Adresse haben, was ich technisch noch nicht so ganz überblickt habe. Das ist ein nächstes Problem. Weil ihr, wenn ihr jetzt Newsletter von mir bekommt, eine ganz wirre Absender-E-Mail-Adresse bekommt. Und ich habe Angst, dass ihr das als Spam einstuft. Und dann vielleicht später keine Newsletter mehr bekommt. Deswegen habe ich das im Moment so ein bisschen auf Eis geschoben. Ich wollte aber schon längst einmal das, was ich beim Stamptainment als Promotion vorab mache, das wollte ich eigentlich als Video-Newsletter bisher immer mal machen. Bin ich noch nie dazu gekommen. Habe ich noch nicht verwirklicht gekriegt. Vor allen Dingen muss es dann ja auch monatlich kommen, ne?
Aber das ist immer noch so auf meinem Zettel. Und wie gesagt, ich spinne ja immer irgendwie was aus. Und ich fand On Stage so wahnsinnig inspirierend. Und ich würde das so gerne, diesen Flow, diesen Spaß mit euch teilen. Aber es ist halt auch eine schwierige Zeit. Da sind wir wieder beim Thema. Es ist im Moment echt schwierig, diesen Spaß zu vermitteln und euch da so mitzunehmen. Vor allen Dingen, wenn man selber nicht so genau weiß, wo geht die Reise hin. Ne, wo geht sie auch geschäftlich hin? Und machen wir uns nichts vor, ich muss Krankenkasse bezahlen, ich muss hier die Miete bezahlen, das sind Fixkosten, die muss ich erstmal im Monat erwirtschaften. Dann habe ich aber immer noch nichts im Kühlschrank und ich habe noch keine Miete zu Hause gezahlt und noch keine Klamotte am Leib. Aber egal, ich will nicht jammern, überhaupt nicht, auf hohem Niveau. Ich sitze hier auf etwas, weil wir sind ja quasi vor der kommenden Prämienreise, es geht ja nach Mexiko. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich nicht mitfahren. Und ich habe auch Sven gebeten, dass wir erstmal keine Urlaubspläne fürs nächste Jahr machen, weil ich erstmal sehen muss, wie dieses Jahr läuft. Aber wir fahren ja mit nach Mexiko. Wir fliegen nach Mexiko. Fahren wird ein bisschen langwierig. Prämienreise ist ja in Mexiko. Und der Flug dahin ist so lang. Entschuldigung. Ich musste mal kurz schniefen. Ich muss noch mal schniefen. Meine Nebenhöhle löst sich langsam. Also das, was da drin festhängt. Es wird ja ein langer Flug. So grundsätzlich habe ich jetzt mit 10, 11 Stunden kein Problem, weil ich werde mir Stricksachen mitnehmen. Da bin ich gerade noch am Überlegen, was ich stricken werde. Ich habe mir auch nochmal Wolle bestellt, weil ich stricke im Moment die Cumulus Sommerbluse. Ja, die Cumulus Sommerbluse von Petit Knit. Mit dem empfohlenen Garn von Knitting for Olive, das ist Pure Silk. Und die fühlt sich ein bisschen an wie Strippe. Das ist nicht elastisch, das ist halt ein Seidengarn. Und Knitting for Olive ist halt auch, was Nachhaltigkeit angeht, was Umweltschutz, was Tierschutz angeht, da sind die schon sehr hinterher. Und das ist halt ein nicht so ein glänzendes Seidengarn, sondern ein... Wie nennt sich das? Also die Seide wird aus verlassenen Kokons gewonnen. Das heißt, die Schmetterlinge oder Raupen oder die Schmetterlinge sind das, glaube ich, auch. Ne? Die Seidenraupen verpuppen sich ja. Und aus diesen Kokons, das ist ja dann die Seide, die man gewinnt. Und normalerweise werden die Raupen in den Kokons getötet, um die Seide zu gewinnen. Und Petit Knit verwendet aber Seide, die halt aus den Kokons gewonnen wird, wenn die Raupe oder das Tier da drin, der Schmetterling, diesen Kokon verlassen hat. Also es wird kein Tier dafür getötet. Die Seide ist dann aber auch halt in ihrer Struktur her ganz anders. Und deswegen ist das ein recht rupfiges Garn, will ich auch nicht sagen. Das trifft es nicht. Es ist halt... Es ist nicht so ein Wollgarn oder so ein Baumwollgarn, so ein weiches. Es ist schon sehr, es strickt sich auch anders und es ist das erste Mal, dass ich was damit stricke. Und ich würde mir gerne noch ein zweites stricken. Das ist jetzt so, ich muss noch so ein Stück am Körper und dann die Ärmel noch machen. Ich hoffe, dass ich das bis Mexiko hinbekomme. Und dann habe ich mir hier eine Wolle geholt, Go Handmade, Tencel Bamboo Fine. Das ist von der Lauflänge vergleichbar mit dem Pure Silk. Aber wenn ich das verstricke, ich stricke das Pure Silk mit einer 2,5er Nadel. Also alle die stricken, ihr könnt euch vorstellen, bei meiner Körpergröße, wie viel ich stricken muss, um wirklich ein Shirt mit einer 2,5er Nadel zu stricken. Das sind wirklich viele Maschen, die da durch die Hände laufen. Und das hat die gleiche Lauflänge, aber da bin ich jetzt mittlerweile schon in der Maschenprobe auf einer 3¼. Empfohlen sind hier 2,5 bis 3. Ich komme mit den Maschenproben ja nie hin. Ich muss immer mit den Nadeln wirklich testen. Ich bin jetzt schon bei 3¼ und ich werde auf Holznadeln gehen, weil ich Metallnadeln Angst habe, dass ich die nicht mit ins Flugzeug kriege. Ich bin mit Holznadeln schon geflogen letztes Jahr nach Mallorca. Da habe ich im Flugzeug schon mit Holznadeln gestrickt
Und das war überhaupt kein Problem, aber ich möchte nicht meine teure Schaugu-Nadel in dem Projekt haben und dann am Flughafen die abgeben müssen und gegen eine Holznadel tauschen, weil wenn ihr innerhalb des Projekts von Metall auf Holz wechselt, sieht man das im Strickbild. Und deswegen bin ich gerade dabei, das zu testen, dass ich die Maschenprobe habe und weiß, welche Nadel ich mitnehme, und dann werde ich quasi diese Cumulus Blaus oder Sommerbluse nochmal im Flugzeug stricken, weil das ist ein eingängiges Muster, da kann ich vor mich hin stricken und letztendlich nur rechte Maschen. Ich muss halt nur aufpassen, dass das Garn nicht splittet, dass ich nicht zwischen das Garn steche mit der Nadel. Also da bin ich im Moment noch ein bisschen am Testen. Dann für den langen Flug, wie gesagt, Beschäftigung habe ich überhaupt kein Problem, dass es mir langweilig wird, weil ich werde intensiv dann stricken. Ich habe nur das Problem, dass ich bei unserer ersten Prämienreise ins Mittelmeer wagemutig auf die Rutsche gegangen bin und mir mein Steißbein angeschlagen habe. Ich habe also eine Prellung am Steißbein gehabt, sehr schmerzhaft, sehr langwierig. Und ich habe heute noch Probleme, wenn ich lange sitze, dass mein Steißbein sich meldet. Und ich habe halt einfach Angst. Wir fliegen zwar mit einem Airbus und sitzen an einem Platz, wo nur zwei sitzen. Das heißt, wir müssen nicht immer einen dritten hochjagen, wenn wir uns mal hinstellen wollen, wenn wir mal auf Klo wollen. Da freuen wir uns schon total drauf. Aber es ist halt so, man sitzt in so einem Flugzeug natürlich schon die meiste Zeit und ich habe echt Angst, dass ich Probleme kriege mit meinem Steißbein. Nun habe ich ein orthopädisches Kissen zu Hause von damals noch, aber das ist ein Schaumstoffkissen, das ist kompakt, das will ich eigentlich nicht mitschleppen, weil dann ist ja schon mein Handgepäck aufgebraucht und ins Handgepäck soll ja auch Wolle. Also habe ich mich umgeguckt nach Sitzkissen, aufblasbaren Sitzkissen. Und ich habe jetzt gerade zwei im Test. Auf einem sitze ich gerade. Und das habe ich gestern schon mal getestet. Das ist jetzt aufgeblasen. Ich finde das sehr charmant, dass es so flach ist. Aber ich weiß nicht, ob es mir wirklich hilft bei meinem Steißbein. Also ich habe gestern Buchhaltung gemacht, habe den ganzen Tag gesessen. Ich bin nachher auf dieses Kissen gegangen. Und das sitzt sich ganz gut. Moment. Aber ich werde quasi 10 cm höher als mein Mann sitzen. Und das kann im Flugzeug schon komisch aussehen. Und es ist manchmal vielleicht auch mit dem Sitz nicht so gut. Upsa. So, wenn ich mich jetzt hinsetze, sitze ich gleich eine Etage tiefer und es ist sehr unangenehm, plötzlich auf dem normalen Sitz zu sitzen. Aber das ist so ein aufblasbares, auch so ein Ringkissen, vielleicht auch, wenn man es mit Hämorrhoiden hat. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass es das wird. Vielleicht nehme ich auch beide mit, damit ich abwechseln kann zwischendurch. Vielleicht auch, dass man das nicht ganz so doll aufbläst. Und das Schöne bei diesem Kissen ist, das ist bei dem nicht, dadurch, dass das so ein Ring ist und wenn das nicht ganz so straff aufgeblasen ist, hat das so ein bisschen Spiel. Das heißt, wenn ihr das auf dem Bürostuhl habt, bewegt ihr euch automatisch ein bisschen mit dem Becken. Das ist auch, das hält den Lendenwirbelbereich so ein bisschen mobil und verändert dann halt auch, wenn ihr euch bewegt, immer mal ein bisschen die Sitzhaltung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch für Leute mit Bandscheibenvorfällen, bin ich ja auch geplagt, ich habe ja auch vor 20 Jahren einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ich habe damit keine Probleme mehr, aber ich hatte da in dem Zusammenhang auch einen entzündeten Ischiasnerv von oben bis unten. Und letztes Jahr auf dem Schiff hatte ich ja auch so eine Ganzkörpermassage und die kleine Maus sagte dann so, du hattest mal Probleme mit deinem Ischiasnerv, weil das merke ich heute noch, der sendet immer noch Pluppersignale, wenn man ihn drückt, reagiert er immer noch und das merke ich halt schon manchmal, dass ich Probleme habe mit meinem Ischiasnerv und weil, wie gesagt, ich in diesem Bereich durch Steißbein, Bandscheibenvorfall und Ischiasnerv eh schon ein bisschen belastet bin. Also ich glaube, ich werde sie beide behalten, damit ich einfach ein bisschen Abwechslung habe und ich werde sie auch beide mitnehmen. Ja, so viel dazu. Also, dass ich mich einfach mal wieder gemeldet habe. Ich bin auch am Überlegen, wo meine kleine Kamera ist, hier meine kleine Handkamera. Ich weiß, ich hatte sie in Norwegen noch. Ich wollte sie eigentlich für Onstage jetzt rausholen, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ihr müsst auch denken, ich lebe hier, ja, ich lebe auch ein bisschen im Chaos. Aber ich habe hier eine ganz große Schublade, wo so technisches Zeug drin ist. Es ist gut möglich, dass sie da drin ist. Sie ist halt nur sehr klein, aber die würde ich schon ganz gerne mitnehmen, weil ich die mal schnell auch in die Handtasche packen kann und sie auch koppeln kann mit meinem Handy, dass ich einen größeren Bildschirm habe und da glaube ich, dass ich die mitnehme. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera unbedingt mitnehmen will. Geht ja auch immer dann ins Gewicht
Und ich kann ja mit meinem Handy mittlerweile auch ganz gut filmen. Ich habe übrigens bei Onstage auch ein bisschen mit meinem Handy gefilmt. Wenn das was geworden ist, vom zweiten Tag so ein paar Impressionen, mein Team, wie es die Rolltreppe hochkommt oder so, das kann ich euch ja in den Anschluss nochmal mit reinschneiden. Einfach nur, dass ich es euch mal gezeigt habe. Weil ich habe das Videomaterial, ich werde kein Video mehr zu Onstage machen. Die Swaps sind auch noch hier. Ich weiß nicht, ob ich dazu nochmal ein Video schaffe. Weil ich muss ja auch noch meine... Wir swappen ja auch auf der Prämienreise und letztes Jahr habe ich geschwänzt, weil ich es nicht geschafft habe. Aber der Prototyp für mein Dings ist ja schon fertig und wir müssen nur 25 Projekte machen und die geben wir dann ab. Also da ist es nicht so, dass man direkt miteinander swappt, sondern die gibt man dann ab und bekommt dann am Ende der Reise eine Tüte mit 25 Projekten zurück. Das wird dann nachher durch Stampin' Up ganz wild gemischt. Man ist dann in Gruppen drin und dann wird das miteinander gemischt und dann bekommt man eine Tüte zurück. Da ist es halt nicht so, dass man direkt mit den Demonstratoren swappt. Und deswegen, da habe ich den Prototypen schon fertig. Das werde ich halt auch basteln können. Ich habe mir noch ein bisschen Sommerklamottis bestellt. Ich mache keine Modenschau mit euch, auch nicht auf Frau Lü, weil so ein Körpergefühl habe ich nicht. Ich habe seit langem mal wieder einen Badeanzug bestellt. Ich fühle mich in Badeanzügen, ich trage, wenn dann, Tankinis. Ich fühle mich in Badeanzügen nicht ganz so wohl, weil, ne, Plauze, Zellulite und... Das hängt halt wie ein Gymnastikanzug direkt an einem. So ein Tankini, der fällt vielleicht auch nochmal ein bisschen lockerer über so Problemzonen rüber. Nicht jeder, aber die ich habe. Aber ich merke halt immer, wenn ich baden gehe, dass mein Tankini, ich fühle mich dann immer wie eine Qualle, weil der immer hochgeht. Und das ist so ein, ich schwimme und bade nicht gerne mit dem. Da habe ich mir jetzt nochmal einen Badeanzug bestellt. Einer, wo ich sage so, okay, ich habe ihn auch schon angehabt. Okay, mit dem kann ich leben, wenn du dann schwimmen gehst, weil ich möchte in Mexiko schon schwimmen gehen. Ich bin dann nachher nicht so, dass ich sage, so, man sieht so jede Beule, aber es soll natürlich auch nicht ganz so furchtbar aussehen. Ne? Das Schlimme muss ja nicht ganz schlimm aussehen. Es reicht ja, wenn es schlimm aussieht. Es muss ja nicht super schlimm aussehen. Ne? Und nochmal ein Top, auch mal ein trägerloses Top und so, ne? Weil da wird es warm. Und da ist es mir dann egal, ob meine Winkelärmchen zu sehen sind oder nicht, weil ich muss da irgendwie ein bisschen mit der Hitze leben. Und wir fahren ja auch Ende September, Anfang Oktober nochmal nach Mallorca. Das heißt, es wird da auch nochmal ausgeführt. Und vielleicht kann ich mich ja tatsächlich mal durchringen, wieder schwimmen zu gehen oder zur Wassergymnastik zu gehen. Dazu brauche ich den Badeanzug auch, weil das kriege ich im Tankini nicht hin. Ich kann im Tankini keine Bahnen schwimmen, weil das ist mir einfach, dann hast du dann auch diese Körbchen nicht, aber dieses Schaumstoffzeug so um die Brust rum, damit das alles in Shape bleibt. Und da habe ich mal das Gefühl, das ist wie so eine Boje. Ne? Das zieht dich immer nach oben und da kann ich keine Bahnen schwimmen, auch nicht, wenn vom Tankini hier so dieses die Qualle dann so hochkommt, ne? Wenn dieser Stoff so im Wasser schwimmt. Das geht nicht. Deswegen, vielleicht kriege ich das ja mal hin, dass ich dann mal wieder ein bisschen schwimmen gehen kann. Und ja, das ist halt so, wo ich dann sage, so, ich muss auch ein bisschen an meinen Arbeitszeiten arbeiten, dass ich da ein bisschen mehr Struktur reinbringe. Ich versuche das ja immer wieder, aber ich habe ja auch gesagt, ich möchte jetzt montags Homeoffice-Tag machen, weil ich auch manchmal Dinge zu Hause zu tun habe. Ne? So wie wenn ihr im Homeoffice seid, sitzt ihr ja auch nicht die ganze Zeit am Rechner, erzählt mir das nicht. Ne? Da läuft mal die Waschmaschine nebenbei oder ihr kocht mal nebenbei oder backt ein Brot. Das sind ja Sachen, wo man nicht ständig daneben stehen muss, aber wo man einfach mal die Waschmaschine zack befüllen, entladen, das dauert 5 bis 10 Minuten. Wenn man aber gar nicht zu Hause ist, kriegt man das nicht hin. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich am Montag wirklich dann im Homeoffice sitzen möchte, wo ich dann auch Buchhaltung machen kann, wo ich einfach nicht abgelenkt werde durch vorbeilaufende Leute, durch Bastelzeug, was hier rumliegt, Bastelchaos. Ich sehe da ganz viele Kreativsets, Kartons, die ich mal durchgucken muss. Und das ist halt das, wo ich ein bisschen mehr Struktur reinbringen will.
wo ich auch sage, ich möchte sonntags nicht mehr arbeiten. Das habe ich in letzter Zeit schon ganz gut hingekriegt. Die letzten 2-3 Wochen bin ich da wieder ein bisschen abgeklickt und diese Woche auch, weil ich die Kataloge machen werde. Aber so grundsätzlich möchte ich den Sonntag eigentlich schon für uns frei halten, dass ich da nicht noch ein Video bearbeite, einen Blogbeitrag schreibe, Newsletter schreibe oder sonst irgendwas mache. Und Montag halt diesen Homeoffice-Tag, wo ich dann meine Buchhaltung machen kann, wo ich Papierkram, administrativen Kram machen kann, Steuer machen kann, einfach mal E-Mails beantworten oder sowas, wo ich dann einfach, ich habe den Rechner ja eh schon zu Hause vom Wochenende, weil ich den ja am Wochenende eh immer mitnehme oder fast immer mitnehme, dann habe ich ihn eh schon zu Hause und dann kann ich auch zu Hause arbeiten. Und ja, dass ich da einfach ein bisschen mehr mir einen Stundenplan mache und einfach auch sage, jetzt ist Feierabend, andere machen auch Feierabend. Mein Hirn ist ohnehin ständig im Modus, aber ich muss da nicht auch noch körperlich im Modus sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Und jetzt quatsche ich echt schon eine Stunde. Es ist mittlerweile 22:30 und ich sollte mal ein bisschen anfangen. Ich werde heute hoffentlich endlich den Online-Workshop März, ihr merkt den Fehler, den März-Workshop abdrehen. Ich habe ihn auch endlich schon entwickelt. Ich habe noch keine Idee für den Online-Workshop jetzt in diesem Monat, weil die Idee, die ich hatte, die wäre mit 9 Produkten. Und ich dachte, die können wir schon vorordern, weil ich dachte, es gibt keine eingeschränkte Vororderliste, aber wir können sie noch nicht vorordern. Das heißt, das muss ich in den nächsten Monat verschieben. Da passt es thematisch vielleicht auch ganz gut rein. Ein bisschen besser als diesen Monat, aber dadurch habe ich nichts für diesen Monat. Da muss ich nochmal so ein bisschen in mich gehen, aber da wird schon noch eine Idee kommen. Ihr merkt, da hänge ich total hinterher. Ich hänge mit der Geburtstagspost noch total hinterher. Und ich muss quasi ja auch schon den Mai vorbereiten. Mit meiner Buchhaltung habe ich gestern, ich hab 4 Punkte immer, die ich in der Buchhaltung habe, wo ich dann sage, das, OP-Belege buchen, PayPal buchen, Kreditkarte buchen, Bank buchen. Das sind die 4 Steps. Und 2 davon habe ich für den nächsten Monat schon fertig, sodass ich quasi, wenn wir aus Mexiko wiederkommen, ich möchte quasi da nicht gleich mit der Buchhaltung anfangen, sondern ich möchte das fertig haben, bevor wir nach Mexiko fahren. Das heißt, ich muss vor Mexiko fertig haben den Online-Workshop März, den Online-Workshop April, die Geburtstagspost April, die Geburtstagspost Mai hätte ich auch ganz gerne schon fertig und die Steuer für März, ich muss ja mal gucken, ich hänge ja da einen Monat zurück. Dann habe ich noch ein bisschen was für mein Steuerbüro so abzuarbeiten, das muss dann fertig werden. Und die Swaps für Mexiko und da möglichst auch ein Video dazu. Wie ich den Videocontent während unserer Abwesenheit gestalte, weiß ich noch nicht, aber das sind die 7-8 Sachen, die werde ich mir auch gleich nochmal festhalten. Katalogversand, das ist Alltagsgeschäft oder eigentlich auch nicht, aber das kommt natürlich noch mit rein. Ich habe viel zu tun bis dahin. Es sind jetzt noch, ich weiß gar nicht genau, wann wir fahren, aber es sind keine 3 Wochen mehr oder wenn dann nur noch knapp 3 Wochen, vielleicht auch nur 2 Wochen. Ich muss mal in meinen Kalender gucken. Bei der Reise bin ich ja wie ein Gössel, ne? Da sage ich ja zu Sven, ich bin dein Gössel, du sagst mir, wann ich packen muss, du musst mir sagen, wie viel Schlübbi du einpackst und damit ich weiß, wie viel ich einpacken muss. Und ich packe dann nachher auch, ne? Aber ich muss rechtzeitig wissen, jetzt musst du packen und dann wackel ich ihm hinterher. Die ganze Urlaubsplanung ist bei meinem Mann angesiedelt. Ich hab mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich verlasse mich da total auf ihn. So, warte mal, ich rufe mal hier unseren Kalender auf. Wir fliegen am 27. Das heißt, am 26. passiert hier schon nichts mehr, weil ich dann schon packe. Das heißt, 14 Tage. Ich habe für alles, was ich vorhabe, 14 Tage. Dazwischen haben wir auch noch mal Friseur und unser Treffen, unser Quartalstreffen mit unseren Essengehern. Und Arzttermin habe ich auch noch mal. Ich sag mal so, sportliche 14 Tage liegen vor mir. Da wird nichts mit Wochenende, weder dieses noch nächstes. Und wir sind dann am 5. kommen wir wieder, danach haben wir noch, und dann habe ich noch ein Gespräch mit meinem Gesundheitscoach. Coaching,
das habe ich ja auch im Moment angegangen, dass ich da ein bisschen drauf achte. Ja, also bis zum Muttertag bin ich quasi out of order, weil meine Mutter in der Zeit auch Geburtstag hat. Also, das wären noch spannende 14 Tage. Ich sollte nicht so lange quatschen. Deswegen, ihr Lieben, wenn ich noch verwertbares Videomaterial habe von Onstage, dann hänge ich euch das gerne mal mit an, dass ihr mal so ein bisschen vielleicht auch, ich weiß gar nicht was, ich habe am zweiten Tag, glaube ich, ein bisschen Price Patrol gefilmt, mein Team gefilmt. Aber das hänge ich euch einfach noch mal so mit hinten dran, wenn ihr das gucken wollt. Ansonsten wird dies hier kein Vlog, sondern ein Kaffee-Video. Ich werde zwar wahrscheinlich als Vlog betiteln, aber das ist einfach mal ein Quatsch-Video, damit ihr mal wieder abgedatet seid, was hier so los ist. Ich freue mich über Kommentare, über ein Feedback. Wie gesagt, kein Fishing for Compliment. Natürlich, wenn ihr mir Komplimente machen wollt oder etwas Nettes schreiben wollt, fühlt euch da gerne zu aufgefordert. Aber auch, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass wir uns verändert haben. Schreibt das auch ruhig mal rein, wir reflektieren das gerne, sagt es uns bitte nett, ne, wenn es so ist. Ne? Ich will ja nicht kritisieren, aber das ist immer doof, aber wenn ihr einfach sagt, so von wegen, ihr seid nicht mehr so frisch, fromm, fröhlich, frei wie sonst und wenn euch irgendwas stört, schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind da offen, wir reflektieren das gerne, wir nehmen uns sicherlich das ein oder andere auch mit auf den Weg. Vielleicht sagen wir auch so, nee, das sehen wir nicht so, da wollen wir jetzt auch nicht in die Diskussion gehen, aber es ist immer ganz gut, wenn man mal ein bisschen gespiegelt wird. Deswegen fühlt euch da gedrückt, fühlt euch dazu aufgefordert, ermuntert, fühlt euch ermuntert, mir Däumchen zu geben, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr den mögt und wenn ihr Bock habt, ein bisschen wieder auf Vlogs, schreibt das auch gerne rein. Wenn es einfach nur Labervlogs sind oder so, ne, ob das für euch okay ist, weil bei mir passiert ja nicht so viel. Und ich weiß, Frau Lü wird auch sträflich vernachlässigt. Ich habe zwischenzeitlich auch ein Frau Lü-Video gedreht, aber es scheitert dann meistens am Schneiden. Vielleicht kriege ich es mal wieder hin, auch auf Frau Lü ein Video zu machen, was hier mit dem Kanal nichts zu tun hat. Ich weiß das alles, aber ne, vielleicht kommen wir mal wieder so ein bisschen in den Flow. Ansonsten fühlt euch gedrückt, fühlt euch geherzt. Vielen lieben Dank für euren Support, für die Stunde, die ihr hier mit mir verbracht habt. Und dann sehen wir uns spätestens zum nächsten Kreativvideo hier wieder auf dem Kanal. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und lasst die positiven Gedanken auch zu. Das brauchen wir alle. Also, macht's gut und tschüss. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into myself. Away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up, we go all the way. When you're feeling down, push the pain away. We go bottoms up, we go all the way. And face that shit another day. We go bottoms up. Things I let go, floating on the waves. We go bottoms up.